Seeland, da wo sich der Rhein zwischen den Inseln und Halbinseln in der südwestlichen Provinz der Niederlanden verliert und schließlich als Marwede und Waal in die Nordsee mündet, liegt der größte Binnensalzsee Europas, das Grevelinger Meer. Wir schreiben das Jahr 2012. Unsere damalige Najat 343, Meltemi, hat in der Winterpause auf der Werft in Skarndeike einen neuen Motor bekommen. Damit wir die erste Motorinspektion gleich durchführen lassen können, haben wir vor, das Grevelingen ein paar Tage als Motorboot zu erkunden. Wir kennen das Revier seit vielen Jahren und freuen uns jetzt, die Einsamkeit zu genießen. In der Hauptsaison darf man hier auf diesen Inselchen maximal 3 Tage ununterbrochen liegen. So soll verhindert werden, dass sich Dauercamper auf den schönsten Plätzen häuslich einrichten. Jetzt im Februar, März sind wir allein und genießen die Idylle. Und wir haben Besuch bekommen. Schlecht frisiert? Petra fährt Schiff rückwärts aus dem Hafen. Welche Richtung müssen wir? Stamfors Plat. Grevelingen liegt grau und total still vor uns. Der Mast ist wieder dran und wir fühlen uns jetzt also auch wesentlich besser. Wir machen hier noch ein paar Motorstunden. Wir haben den Baum montiert, den Kicker haben wir dran gemacht und wir haben jetzt ein bisschen klariert. Und wir haben etwa 30 Stunden jetzt auf der Uhr, sodass die Inspektion jetzt gemacht werden kann. Das Wetter ist an sich okay, wir haben ungefähr 13 Grad. Es ist nicht besonders kalt, wir haben keinen Wind. Aber man muss die dicke Jacke schon noch haben, weil es ist doch, wenn man so ruhig sitzt oder so, dann kühlt man doch aus. Petra hat sich ein bisschen eingepackt, damit sie nicht kalt wird. Nun sind wir auf dem Weg durchs Grevelingen nach Rumpott in unsere Heimatmarina. Es ist Ostersamstag, sind gerade kurz vor Bormenede. Haben zwischen 5 und 6 Windstärken. Hier in diesem Stück ist natürlich jetzt gerade Abdeckung. Wir sind hier hinter der Pferdeinsel und hinter uns ist noch den Osse zu sehen. Eine halbe Stunde sind wir jetzt bis hier hingefahren, ist an sich ganz prima. Die kleine Besegelung drauf. Wir sind ungefähr jetzt hier auf diesem Stück, fahren jetzt hier nach Bormenede und dann geht es runter nach Brünisse zur Schleuse. Plötzlich hören wir ein kräftiges Schnaufen neben dem Boot. Wir trauen unseren Augen nicht, als wir einen ausgewachsenen Schweinswal neben uns erkennen. So dicht haben wir einen Schweinswal noch nie erlebt. Gerüchteweise hatten wir zwar von der Existenz eines Schweinswals im Grevelingen gehört. In der Osterschelde kann man diesen kleinen Wal in Gruppen besonders häufig vor Zieriksee antreffen. Aber hier im Grevelingen, das war uns neu. Es scheint sich um einen Einzelgänger zu handeln, der entweder durch das Spülwerk oder die Brünisse-Schleuse ins Grevelingen gekommen ist. Schweinswale gehören zu den kleinen Zahnwalen. Man kennt mittlerweile 7 Arten in 3 Gattungen.
Vom Aussehen her können sie ihre Verwandtschaft zu den Delfinen nicht verleugnen. Hier in unseren Gefilden werden die Tiere 30 bis 200 Kilo schwer, je nach Größe. Unser Begleiter ist etwa 1,20 Meter lang. Er verfolgt uns über eine halbe Stunde lang. Begeistert von dem Erlebnis mit dem Bräunfisch, wie der Schweinswal hier in Holland genannt wird, schleusen wir in Brünnisse in die Osterschelde. Nun sind wir wieder im Tiedengewässer. Der Tiedenstrom beschert uns eine Rauschefahrt zur Seelandbruck. Sie ist über 5 Kilometer lang und verbindet Schovendeuveland mit Nordbeveland. Wenn man seine eigene Durchfahrtshöhe nicht genau kennt, sollte man besser auf die Öffnung der Brücke vor Zieriksee achten. Zieriksee ist besonders in der Vor- und Nachsaison immer wieder ein lohnendes Ziel. Im Sommer und in der Ferienzeit liegt man hier aber gerne mal im Vierer- oder Sechserbäckchen. Nach einem kurzen Übernachtungsstopp in Zieriksee geht es nun rasch weiter nach Rumpott, denn wir wollen doch noch Austern ernten. Bei Niedrigwasser fallen in der Osterschelde riesige Austernbänke regelmäßig trocken. Offiziell ist es erlaubt, pro Tag und Person 10 Kilo Austern zu sammeln. Ist das Wasser schön kalt, haben die Schalentiere einen besonders guten Geschmack. Man sagt, dass in den Monaten mit einem R die Qualität besonders gut ist. Die berühmten Austernbecken in Irsike stehen in direkter Verbindung mit der Osterschelde. Von dort aus besiedelte die Auster das ganze Gebiet. In den vielen Jahren hier, nahe des großen Sperrwerks, haben wir die Austern schätzen gelernt. Wir genießen und zelebrieren das Austernessen, da das köstliche Naturprodukt nirgendwo frischer sein kann als hier. Ob roh, mit etwas Limonensaft oder gegrillt mit Parmesan, es ist eine Delikatesse. So, heute möchte ich euch zeigen, wie die Austern geöffnet werden und wie wir die so zubereiten. So sieht es aus. Hier hat sie dieses Stecken. Die stecken oft so auch in dem Boden drin. Und hier an der Stelle muss man einstechen. Und hier etwa ist der Schließmuskel, der das Ganze zusammenhält. Um nicht die Hand zu treffen, mache ich meistens ein Tuch dazwischen. Hab hier das Messer. Gehen wir jetzt hier rein, öffnen die so ganz leicht und schneiden jetzt diesen Muskel durch. Das ist jetzt halb geöffnet. So. Und jetzt lassen wir das Wasser raus. Abmachen den Deckel. Da sieht man. Hier, das ist ja noch ein Teil des Schließmuskels, das übrigens wahnsinnig lecker schmeckt. So ein süßliches, das ist eigentlich das Beste an der ganzen Auster. Weil das ist so ein süßlicher Geschmack. Hier ist das Gegenstück und das kommt weg. Einmal kurz in Süßwasser getaucht, damit die Splitter oder was auch immer da noch dran ist, rauskommt. Und jetzt kommt das Ganze hier auf den wunderbaren Teller. Man sieht schon hier, wie lecker das aussieht, und wir werden uns das gleich mit einem guten Weißwein und ein bisschen Zitrone, je nachdem, munden lassen. So, es ist angerichtet. Man nimmt die Auster, die ist noch in der Schale fest, und schneidet jetzt nur einfach an der Stelle da ein kleines bisschen runter,
genau so löst das Ganze ein bisschen von der Schale. Und ganz nach Bedarf kann man jetzt Zitrone beigeben und dann einfach sich schmecken lassen. Es ist einfach eine Frage der Übung, dass man auf diesen Geschmack kommt. Man muss das genießen. Man kann da einfach nicht zwingen, wenn jemand das nicht mag. Sehr lecker. Dann ist das in Ordnung. Ich kann nur empfehlen, probiert es alle. Sie schmecken je nach Jahreszeit schon auch unterschiedlich. Man kann sogar schmecken, aus welchem Gebiet die kommen, wenn man da mal Vergleiche macht. Also das ist schon eine fantastische Sache. Vor euch mal zu zeigen, wie man Austern auch anders essen kann, nämlich überbacken. Man nehme dazu einen Muskat, herrlich gekühlt. Das ist eigentlich der beste Weißwein, den man dazu trinken kann. Wir haben natürlich im Monat September das R da drin und die Austern sind besonders gut. Wir haben große Austern ausgesucht, die wir dann mit Parmesankäse überbacken haben, nachdem ich sie geöffnet, gesäubert habe. Mit Oberhitze, wunderbar. Wenn man solche herrlichen Austern aus der Schale isst, und ich denke, das ist auch wie Fleisch. Das ist also sehr, man sieht das hier auch, die Konsistenz ist nicht mehr irgendwie so glibberig. Ach, das ist also glibberig. Nein, kann man nicht mehr sagen. Das ist also wirklich ein richtig Stück Fleisch. Geht auf der Zunge. Fantastisch, dieser Geschmack von Salz und Austern mit diesem Käse. Hervorragend. Übrigens bekommt man hier in der Gegend schon einmal zum Bier kleine gekochte schwarze Schnecken serviert. Schon einmal probiert? Ha, ihr könnt es auch selber sammeln. Kurz in Seewasser kochen, den Verschlussdeckel mit einem Zahnstocher entfernen und dann das nussige Muskelfleisch zum Andigerbierchen genießen. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch allen einmal herzlich bedanken, dass ihr wieder an Bord gekommen seid. Diese Rückblicke zeigen, wie sich alles verändert. Ganz besonders liegt uns am Herzen, dass wir immer mehr lernen, auf die Natur zu achten und dass wir auch in Zukunft die riesigen Vogelschwärme am Neltejans beobachten können. Bleibt gesund und bis bald. Alles Gute, eure Mola Molas.